Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Michelle und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Es ist Sonntag und damit Zeit wieder für eine neue Anleitung. Erstmal wünsche ich euch frohe Ostern. Ich hoffe, ihr könnt oder konntet die letzten Tage ein bisschen mit euch wichtigen Menschen verbringen, soweit es eben geht. Und ich möchte euch heute zeigen, wie ich diese Karte gebastelt habe. Unter meinem letzten Action Haul kam doch mehrfach die Anfrage für eine Anleitung zu der Karte und dem komme ich natürlich gerne nach, auch wenn ich eigentlich eine andere Karte erstmal geplant hatte für heute, aber wir ziehen es einfach vor und ich zeige euch heute, wie ihr diese Karte basteln könnt. Wir brauchen dafür ein Material. Maße findet ihr wie immer unten in der Infobox. Unsere Grundkarte, einen weißen Aufleger, dann habe ich hier jede Menge Reste in Cardstock Weiß, da schauen wir gleich mal, was wir dann, wie viel wir davon brauchen. Wir brauchen ein bisschen dunkelblauen Cardstock und etwas Cardstock in Schwarz. Dann habe ich mir Motivpapier rausgesucht, mal wieder der Block Lovely Backgrounds, der ja in den letzten Wochen irgendwie sehr häufig hier auf meinem Basteltisch gelandet ist. Natürlich könnt ihr auch jedes andere Papier, alle möglichen anderen Stanzen oder Stempel benutzen. Ihr wisst ja, nehmt das, was ihr habt. Meinen Spruch habe ich aus dem Set Setz die Segel von Stampin' Up genommen. Ich glaube, das geht jetzt raus. Ich mag das sehr gerne, aber ein Glückwunsch oder zu welchem Anlass auch immer ihr diese Karte bastelt, könnt ihr aus jedem Set nehmen. An Stanzen habe ich mir jetzt nochmal extra meine Kreisstanzen, die gab es auch mal beim Action, genommen. Erkläre ich euch gleich im Video, weshalb. Dann habe ich hier das Slimline-Set von Action mit dem Wal. Das ist dieses hier. Und kombiniert habe ich das mit dem zweiten Set, Slimline-Set. Und zwar haben wir hier diese schönen Rechtecke. Also das ist ein super Set auch außerhalb von Slimline-Karten. Ich mag das sehr gerne. Einfach schöne Hintergründe, die man vielseitig benutzen kann. Außerdem habe ich mir noch eine Schablone rausgesucht. Die habe ich auch beim Action mal in so einem Vierer- oder Fünfer-Pack gefunden. Finde ich ein total cooles Muster, muss ich sagen. Ist auch noch nicht so lange her, dass ich die gekauft habe. An Stempelkissen und Farben. Erst einmal der schwarze Tambour. Er darf nicht fehlen. Dann habe ich mir zwei Make-up-Pinsel genommen. Solche Sachen, auch den Stift und meinen Flüssigkleber und so weiter, findet ihr unten nochmal verlinkt. Wenn ihr etwas sucht oder braucht, könnt ihr da nachschauen. Das sind Affiliate-Links. Da könnt ihr einfach mal, wenn ihr solche Basics noch braucht, nachschauen und euch informieren, was vielleicht für euch noch gut für euer Bastelzimmer. Dann habe ich mir erstmal vier Stempelkissen in Blau genommen. Ich weiß tatsächlich nicht mehr genau, welche Farben ich benutzt habe. Das war jetzt erstmal so mein, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Einfach ein paar Blautöne. Vielleicht nehme ich auch noch den einen oder anderen Blauton tatsächlich. Ich glaube, ich habe noch Jeansblau statt Marineblau genommen. Wir gucken einfach mal, sucht euch ein paar Blautöne raus, die euch gefallen. Und schlussendlich habe ich zum Kleben noch 2 mm Foampads, 1 mm Foampads und mein Flüssigkleber. Und da wir die Stanzen benutzen, braucht ihr natürlich auch noch eine Stanz- und Prägemaschine. Das sollte soweit alles sein, was wir für das Projekt brauchen. Und ich würde sagen, wir legen los mit dem Basteln. Ich werde jetzt anfangen mit den ganzen Stanzarbeiten. Das heißt, aus dem dunkelblauen Cardstock stanze ich mir die Welle hier aus. Eigentlich dürfte da ein Durchgang reichen. Also ihr fixiert euch die Bordüre einfach mit ein bisschen
Tape auf eurem Papier. Das kurbel ich gleich durch meine Stanzmaschine. Aus dem schwarzen Cardstock stanze ich mir insgesamt viermal die Vögel aus. Aus weißem Cardstock werde ich mir jetzt, ich denke, ich werde zur Vorsicht das zweimal ausstanzen. Vielleicht reicht auch, wahrscheinlich reicht einmal. Da könnt ihr dann für euch ganz individuell entscheiden, wie euch das gefällt. Außerdem, kann ich gleich hier lassen, stanze ich mir zweimal den Wal aus. Das ist alles, was ich aus diesem Stanzenset benutzt habe. Aus dem zweiten Stanzenset nehme ich mir die dritt- und viertgrößte Rechteckstanze. Das heißt, was ich zum einen mache, ich nehme mir beide Stanzen und versuche die jetzt so gut wie möglich, die Stanze mit den drei Kreisen, so gut wie möglich mittig hier zu platzieren. Das wird nicht exakt hinhauen, aber es ist vollkommen in Ordnung. Und das stanze ich mir jetzt einmal aus weißem Cardstock aus. Ich habe jetzt die Stanzen gemeinsam einmal ausgestanzt. Jetzt nehme ich mir nur noch mal den größeren Rahmen und mein Motivpapier und gucke jetzt, an welcher Stelle ich das Ganze ausstanzen will. Fixiere mir das wieder und schneide mir das gleich erstmal mit der Schere grob aus, damit das Ganze auch durch meine Stanzmaschine passt. Und das innere Rechteck könnt ihr jetzt für ein weiteres Projekt aufheben und dort nochmal benutzen. Wir haben ja nun hier einmal aus weißem Cardstock dieses Innenleben mit den drei Kreisen ausgestanzt. Und da bekommt ihr dementsprechend auch diese drei Kreise. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten, wie ihr weitermacht. Entweder ihr nutzt diese Kreise und färbt sie ein und setzt sie in den Hintergrund, oder ihr nehmt euch eine Kreisstanze, die etwas größer ist als quasi euer eingestanzter Kreis. Das macht nachher das Zusammensetzen ein bisschen einfacher. Deshalb werde ich mir, ich schreibe euch die Größe und den Durchmesser auch nochmal unten in die Infobox, werde ich mir nochmal drei dieser etwas größeren Kreise ausstanzen, einfach weil es das Arbeiten leichter macht. Damit ist die Stanzarbeit soweit erstmal erledigt. Ich starte jetzt mit dem Hintergrund. Das heißt, ich habe hier meinen weißen Aufleger und ihr könnt jetzt, wenn ihr möchtet, eure magnetische Unterlage nehmen
ja auch beim Action gab. Ich muss sagen, ich arbeite sehr gerne mit der. Nehme mir mein Papier. Richte das hier einmal aus, dass es einigermaßen gerade liegt. Und die Schablone ist jetzt etwas zu klein, aber das ist überhaupt kein Problem, denn das ist ein Muster, was man sehr gut aneinanderlegen kann. Das heißt, das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr nicht hier bis zum Rand kommt. Ich nehme mir... Ich glaube, wir nehmen heute mal Jeansblau. Es kann auch gut sein, dass ich bei der ersten Karte Abendblau genommen habe. Aber wir schauen einfach mal. Ich nehme mir ein bisschen Farbe und starte immer von der Mitte aus, weil die verdecken wir nachher. Das heißt, wenn es da super dunkel ist, ist das überhaupt kein Problem. Nach außen hin möchte ich das Ganze relativ entspannt haben, was die Farbe angeht. Das heißt, ich starte immer in der Mitte und arbeite mich dann mit ganz wenig Druck. Wenn ihr merkt, wenn ihr den Finger auflegt, dass das bei euch zu viel Druck ist, dann haltet das Ganze so. Dann habt ihr überhaupt nicht die Möglichkeit, zu viel Druck aufzuwenden. Ich halte das gerne so. Das gibt mir einfach ein bisschen mehr Stabilität. Aber da müsst ihr einfach mal ausprobieren, wie gut ihr mit welcher Technik auskommt. Wie gesagt, ich starte immer in der Mitte, denn das ist überhaupt kein Problem, wenn es nicht so aussieht, wie es aussehen soll. Wir sehen am Ende nur den Rand. Und das mache ich jetzt hier mal in Ruhe und langsam über mein gesamtes Stück Papier. So sieht es jetzt aus und ich muss sagen, mir würde das tatsächlich auch als gesamter Hintergrund gefallen. Ich finde die Schablone mit dem Motiv total klasse. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht Jeansblau, sondern Abendblau bei der ersten Karte genommen habe. Aber wie gesagt, ihr nehmt ja eh die Stempelfarben, die ihr habt. Außerdem der schwarze Tombo. Er darf nicht fehlen. Das heißt, ich mache mir hier jetzt schön ein paar Sprenkel in den Hintergrund. Und dann lasse ich das jetzt trocknen. Für die nächsten Arbeiten nehme ich mir jetzt meine Silikonmatte. Ich könnte auch meine Glasmatte nehmen. Hier ist zwar ziemlich viel Kleber drauf, aber da die immer so dolle spiegelt, nehme ich jetzt mal die Silikonmatte. Ich habe hier die drei Kreise, die nachher meinen Hintergrund bilden. Und auf die trage ich jetzt Himmelblau und Aquamarin auf und mache mir damit so einen schönen Übergang der beiden Farben, um meinen Hintergrund zu gestalten. Was ihr außerdem machen könnt, an dieser Stelle ist euch einen weiteren Tombow oder anderen Aquarellstift in Blau zu nehmen und hier auch noch mal ein paar Sprenkel drauf zu setzen. Das habe ich bei der ersten Karte auch gemacht. Ich habe es nur einfach nicht gesehen, als ich die Materialien zusammengesucht habe. Aber was ihr an dieser Stelle genauso machen könnt, ihr nehmt euch einen Pinsel, ein bisschen Wasser und nehmt die Stempelfarbe und macht euch damit ein paar Sprenkel in den Hintergrund. Geht genauso gut. Dann richte ich mir die Kreise schon mal aus. Denn jetzt bauen wir als erstes mal die Wellen und die
Wolken hier rein. Ich schneide mir das jetzt schon mal hier in drei Teile und überlege mir so ungefähr, wie die Wolken sein sollen. Ihr könnt an der Stelle euch auch immer euer Rechteck mit den drei Kreisen nehmen und euch das mal hier so drüber legen und seht dann, wird mir das gefallen oder hätte ich das gern anders. Ich finde das jetzt schon so gut an der Stelle. Das heißt, ich hebe das Stanzteil nur so ein bisschen hoch, setze hier ein bisschen Kleber hin. Hat jetzt nicht funktioniert, ist nicht so schlimm. Ein bisschen Kleber. Und dann setze ich die Wolken hier drauf. Dann nehme ich mir das zweite Stanzteil, da möchte ich ein bisschen weniger Wolken haben. Setze ich also ein bisschen weiter nach außen. Und für das dritte nehme ich mir mal hier eher so die kleineren Abschnitte und setze die so hin. Dann kann das schon mal anziehen. Und ihr, genau, und wir packen das erstmal beiseite. Dann nehme ich mir die zwei Wale. Da das Ganze gespiegelt ist, werdet ihr so oder so einen Unterschied sehen vom Papier her. Hier, die Kanten sind ja bei den Stanzteilen so, dass sie abgerundet sind. Das heißt, hier gucken euch die Kanten so ein bisschen an. Wenn eure Stanzplatten schon sehr dolle benutzt sind, empfehle ich euch, wenn ihr den zweiten Wal ausstanzt, der nachher spiegelverkehrt sein soll, legt ein weiteres Stück Papier drunter, dann prägt sich quasi die Maserung eurer Acrylplatten in das erste Papier und nicht so sehr in euer Stanzteil. Ich nehme mir jetzt als erstes Himmelblau. Dann nehme ich ein bisschen Jeansblau und Abendblau. Ich glaube, Marineblau lasse ich erstmal außen vor. Da schauen wir dann, ob ich das noch mit reinmische. Und die Farben trage ich jetzt nacheinander hier auf und mache mir mit dem Blending-Pinseln quasi einen schönen Ombre-Effekt. Das dauert. Ich werde euch das hier als verschnellertes Element einfügen, aber gebt euch und dem Motiv Zeit, die Farbe aufzutragen. Für die Augen habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr hebt diese super kleinen Kreise auf, wovon hier auf meinem Tisch schon nur noch mal einer liegt, färbt die schwarz mit eurem Aquarellstift zum Beispiel. Ihr könnt den Wal noch ein zweites Mal ausstanzen mit schwarzem Cardstock. Oder ihr schneidet euch einfach zwei Stücken schwarzen Cardstock zurecht, nehmt ein bisschen Kleber. Irgendwie möchte mein Kleber heute nicht so wie ich. Setzt den hier hinter und klebt dann euren schwarzen Cardstock drauf. Ich finde, das ist irgendwie die einfachste und schnellste Variante. Und schon ist das Auge, oh,
Da war Farbe. Darauf solltet ihr vielleicht achten, nicht direkt in die Farbe reinzuditschen. Dann versuche ich das nochmal ein bisschen auszugleichen. Wenn nicht, bleibt er halt so. Ist auch okay. Das heißt, das reinige ich mir auf jeden Fall gleich. Ihr seht auch, ihr kriegt Farbe an den Finger, an die Finger, ist ganz normal. Das reinige ich mir, damit ich einfach beim nächsten Mal nicht wieder in die Farbe reinfasse. Als nächstes klebe ich mir den weißen Rahmen und den Rahmen, den wir aus dem Designerpapier ausgestanzt haben, einmal zusammen. Und darauf setze ich mir dann schon mal 2 mm Foampads. Der Rahmen kann dann auf unserem schablonierten Aufleger aufgeklebt werden. Und da rein kommt dann nachher, jetzt noch nicht, unser Fenster. Ich schneide mir jetzt hier schon mal an unseren Kreisen die Überstände grob ab. Das muss überhaupt nicht genau sein, weil wir das ja eh nachher verstecken. Aber damit nachher nicht irgendwo ein Überlapp ist, wo kein Überlapp sein sollte, ist es ganz gut, wenigstens grob die Reste abzuschneiden. Und dann könnt ihr euch auch schon mal das Ganze so hinlegen, wie es nachher ungefähr aussehen soll. So, die Wolken haben wir hier also schon mal. Dann geht es an die Wellen. Auch die drittel ich mir jetzt einmal. Und die möchte ich ja nachher hier so rausschauen lassen. Wichtig ist jetzt, damit die Wale nachher auch noch Platz darunter finden, dass wir den Kleber nur hier unten ansetzen. Ihr könnt an der Stelle auch 1 mm Foampads nehmen, um die Wellen aufzukleben. Ich werde mir nur hier unten in der Senke des Kreises quasi ein bisschen Kleber machen und die Wellen dann aufkleben und dann seht ihr, so wird das dann aussehen. Und genau dasselbe mache ich jetzt mit den anderen zwei Kreisen auch. Und dann sieht das Ganze so aus. Die beiden Wale sollen am Ende ungefähr so hier positioniert werden. Damit die Dimension auch so aussieht, ich gucke mal, dass ich das jetzt hier rauskriege, ohne die Wade großartig bei den Wellen zu bewegen, nehme ich mir ein paar 1 mm Foampads und setze die hier unter dem Blau bei. Gibt dem Ganzen einfach noch ein bisschen mehr Dimension. Auf den mittleren Kreis stempel ich mir jetzt in Abendblau noch das Glückwunsch. Und dann kommt auf das Rechteck mit den drei Kreisen kommen 1 mm Foampads. Ich kürze jetzt hier außen die Wellen nochmal etwas,
damit wir gleich keine böse Überraschung erleben. Ich habe jetzt die Foampads hier aufgebracht. Und dann gucken wir mal, dass wir unser Motiv hier so einsetzen, wie es uns gefällt. Dadurch, dass der Kreis jetzt etwas größer ist, kann ich den hier schon mit fixieren. Dann nehme ich den zweiten äußeren Kreis und wiederhole das Ganze. Hier setze ich jetzt nochmal ein Foampad dazu, damit es wirklich gut hält. Die könnt ihr natürlich immer noch an der einen oder anderen Stelle drunter schieben. Und hier kürze ich auch mal den blauen Cardstock ruhig ein Stückchen. Zum Schluss kommt dann noch der mittlere Kreis. Der ist dann relativ einfach, weil ihr nicht die Wale nochmal ausrichten müsst. Hier gucke ich nur, dass das Glückwunsch einigermaßen gerade dann zu lesen ist. Und dann fixiere ich auch das nochmal. Und damit haben wir unsere Szene auch fertig. Damit das Ganze jetzt auch gut genug in der Karte hält, trage ich auf die Kreise nochmal Flüssigkleber auf. Setze mir das Ganze dann hier passend in den Rahmen rein. Und dadurch, dass wir jetzt hier innen nur 1 mm Foampads haben und hier außen 2 mm Foampads, habt ihr auch noch einen schönen 3D-Effekt durch den höher gesetzten Rahmen. Auf den Aufleger kommen wiederum 1 mm Foampads und dann klebe ich den auf die Grundkarte auf. Da mir das jetzt noch ein bisschen zu kahl auf der Karte war, habe ich noch die Vögel aufgesetzt. Und da nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen Flüssigkleber und setze mir die Vögel hier noch auf die Wolken auf. Und damit ist die maritime Karte fertig. Ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwas ein bisschen schief aufgeklebt, wahrscheinlich den weißen Aufleger. Ich mag das Design sehr. Ist sicherlich auch was, was man gut für Kinder als Glückwunschkarte verwenden kann, aber natürlich auch für jeden maritimen Fan. Ich hoffe, euch hat die Idee wieder gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Karte in die Kommentare. Und mich würde interessieren, wenn ihr sie gekauft habt, habt ihr mit den Stanzen auch schon was gebastelt? Was sind eure Ideen bei den Stanzen? Gebt dem Video gern einen Daumen hoch und da abonniert meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Es wird sehr viele weitere Ideen zu diesen Stanzen und auch zu ganz vielen anderen Action-Stanzen, aber auch Produkten von anderen Firmen geben. Ich mische hier all das, was ich an Firmen habe. Denn das ist ja unsere Bastelrealität. Wir haben nicht nur eine Firma, sondern wir benutzen all das, was uns gefällt. Hier ein bisschen von der Firma, dort ein bisschen von der.
Ich hoffe, ihr habt ein schönes Osterfest. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.